Da ich ja hier immer in YouTube als herzlos hingestellt werde von irgendwelchen Frauen da, finde ich schon eine Frechheit, muss ich sagen. Weil ich habe mich sonst immer im Haus um die Leute gekümmert, aber ich sehe nicht ein, dass ich hier die Einzige bin. Und ich habe heute eine Frau gefragt, die die Wäsche aufgegangen ist, die genau auf der Seite wohnt, wo diese Frau wohnt, wo das passiert ist. Und habe ihr gesagt, ja, dass Frau sowieso, ich darf ja hier keine Namen sagen, ins Krankenhaus gekommen ist und so. Und da meint sie, ja, ich sage, ich habe mich schon gewundert, da stand immer Essen vor der Tür und Blumen und was ist denn da los? Und da meint sie, diese Frau war in Quarantäne und deswegen hat sie Essen vor der Tür gehabt. Das meine ich ja, dass das hier gar keinen weiter interessiert. Außer sie wusste das. Ich wusste das natürlich nicht. Und da bin ich nicht herzlos, weil ich nicht weiß, was da los ist. Weil die kümmern sich auch nicht um uns, wenn mit uns was ist. Das interessiert auch keinen. So. Und die Mutter hat Quarantäne, sie ist in Quarantäne, weil die Mutter Corona hat. Sie wurde positiv getestet. Und bei ihr ist es wohl schlimmer geworden. Und deswegen wurde sie den Tag hier bei uns, standen dann zwei Krankenwagen und ein Notarztwagen und wurde abgeholt. So, das mal dazu. Ich hoffe nur, dass es ihr gut geht. Und ich lasse mich hier nicht als herzlos hinstellen. Ich bin die Erste, die immer irgendwas sieht. Wenn Wasserschaden ist, machen die hier alle die Augen zu. Und das lasse ich mir nicht gefallen. Oder wenn die Heizung ausfällt, weil mein Kind und ich frieren. Das interessiert auch keinen. Also lasse ich mir sowas nicht unterstellen.